Minares, vida que Até Willow Special. So, du kommst in der Hitnene, wie begrüßt. Sauerdikab. Du kriegst einen Durst, was bestößt du? Natürlich ein Leo oder ein Chang. Aber nicht, dass du glaubst, dass du jetzt mit einem Elefanten antanzt. Wie bedankst du dich am besten? Kokum Kap? Oder sagst du einfach nur Kap? Wenn du zwei bist, Details verstehen wir das schon. Wie stehst du mal in Thailand? Ganz einfach. Job D. Nach 10 Hüsen hast du schon gescheiten Hunger. Was bestellst du am besten? Eh klar, Nudels mit Seafood. Ein Spicy Red Hot Curry. Und dann Rice. Am nächsten Tag wachst du auf, hast du entweder einen Tongluang oder einen Nachiang. Das heißt so viel wie entweder du scheißt dich an oder speibst dich an. Einen Tag drauf, am nächsten Ciao, ist eigentlich schon Tiang. Und dir geht's gar nicht dabei. Dir ist wurscht, du fährst mit deinem Motorcycle zum Speedboot, das bringt dich aufs Festland, du steckst dir einen Minibus in überklimatisierten, der dich dann mit Sisip Kai nach Bangkok bringt. Hauptsache du bist auf der Khao San Road. Und dort lässt einen gefälschten Ausweis machen für die Wiener Linien, für die nächsten 20 Jahre. Hey, no photo! Und übrigens, die Thai essen überhaupt keine Skorpione. Das machen nur so Pharangs wie ich. Oder auch nicht. Wirklich?